Game Freak Presents. Pokémon. Platin-Edition. Willkommen zu Pokémon Platin. Wir spielen eine Nuzlocke-Challenge. Das heißt, die Regeln müsste ich eigentlich erklären, aber ich bin gerade viel zu faul dafür. Ich glaube, ich habe sogar noch einen... Habe ich noch einen Nuzlocke gemacht oder habe ich den deaktiviert? Ja. Da fehlt ein Leerzeichen. Da fehlen mehrere Leerzeichen. Kann ich mal einen Titel schreiben. So. Dann muss ich jetzt noch, dann kann ich jetzt noch eben den Command fixen. Vielleicht klappt jetzt. Die Seite gibt's gar nicht. Welche Seite? Habe ich bei meinem Twitter-Post was verkackt oder was? Nö. Ein Punkt, Mann. Halt die Klappe, Bela. Das will ich ja gerade fixen, dass das nicht geht. Ja, ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Lass mich das nochmal rangehen. Ja, da fehlt ein Leerzeichen. So. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Oder wie ich sage, skippen wir. Ich muss auf den Touchscreen berühren. Ja, ich habe es verstanden. Keine Infos mehr, bitte. Muss den Pokéball in der Mitte berühren. Da schwirrt ein Haspirohr raus. Oh mein Gott. Nehmen wir den männlichen oder weiblichen Charakter? Ich habe das Spiel, wie gesagt, noch nie gespielt. Ich bin in strahlenden Diamant ständig mit dem Outfit mit vom weiblichen Charakter rumgelaufen. Also nehmen wir mal den männlichen. Ich nehme selten den männlichen. Das hätte ich vielleicht nicht von Bela sagen dürfen. Wie nennen wir mich denn? Wir sind natürlich Joker Persona 5. Und unser Rivale ist Akechi. Einfach nur, weil es funny ist. Ja. Höre ich nicht zum ersten Mal, dass man Dinge nicht sagen sollte, wenn ich anwesend bin. Das hörst du auch nicht hier bei mir im Stream zum ersten Mal. Das
Das ist anders. In Diamant und Pearl war hier in Gyarados. Pokémon sind stets bei uns. Ich hoffe, du verstehst die Bedeutung dieser Worte. Mikrofon. So. Diesen Vermerk hat der aus der Kanto-Region nach Sinnoh zurückgekehrte Professor Eib hinterlassen. Warum war der Typ in Kanto? Da gibt's literally nichts. Da beenden wir diese neue Frage Professor Eibe. Mann, ich würde immer Professor Eibe fragen wollen. Ah. Nehmen wir erstmal die Option und machen Textspeed auf 3. Kampfstil auf Folge. Und wir brauchen einen coolen Rahmen. Ja, ist in Ordnung. Ja, mit der Schleife ist ganz cool. Oder der lilane hier. Ich mag auch den hier. Er ist halt Pokéball-themed. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Ja. Ah, da bist du ja. Hey Joker, hast du schon Persona 5 gespielt? Hey, ist das ein neuer PC? Wo war ich stehen geblieben? Und ja, ich habe mir eben noch vor dem Stream extra ein DS-Layout zusammengebastelt. Der extra öffnet das Menü, danke. Joker, Akechi ist weg, oh nein! Nicht Akechi. Ja, ich muss auf mich aufpassen. Ich muss zu Akechis Haus, natürlich. Bums. Hey Joker, ich geh zum Rest ein und du kommst mit. Ja, Akechi. Ayo, hallöchen, Emolga 18DX. Wir spielen endlich mal ein Spiel. Na gut, dieses Spiel kann nichts mit deinem Namen anfangen, weil es Gen 4 ist und nicht Gen 5. Willkommen. Hier habe ich ein paar Grafikbugs. Vielleicht das da? Jetzt könnte es besser laufen. Das, nee. Aber es ist normaler Pokémon DS-Spiel, dass es Grafikbugs gibt. Ist egal. Wenn ich jetzt krass, keine Sorge, ich habe eine großartige Idee. Also einfach schnell laufen. Ich glaube, Akechi will mich umbringen, aber ich habe nur ein ganz mieses Gefühl dabei. Wartet! Ja, das ist mein Lieblings-Pokémon, Roserade. Vielleicht bekommen wir eins. Der OP ist Professor Eibe. Ja, wir lieben Pokémon. Vor allem Bouts, was es hier nicht gibt. Oder wie ich sage, rigged. Warum gibt es Bouts nicht in diesem Spiel? Okay, ärgert uns jetzt ein Pokémon. Professor Eibe, Sie haben Ihre Tasche vergessen. In Diamant und Pearl musste man erst zum See gehen und hat da einfach seine vergessene Tasche gefunden. Und die Schneeflecken waren auch nicht in Diamant und Pearl da, die da oben sind. Also, welches Pokémon nehmen wir? Nehmen wir Peak mit? Ne, Plinfa ist mit. Ich hasse Panflam. Nehmen wir den einzig guten. Chillast. Ich weigere mich, in einem Sinnoh-Playthrough ein anderes Pokémon zu nehmen als Chillast. Ich meine, natürlich nehme ich extra, weil das macht die Nuzlocke-Challenge am schwersten. Hey, Joker. Yeah. Jetzt kämpfen wir gegen Akechi. Why? Weil Chillast das beste Pokémon ist. Ich mag Plinfa, aber ich finde die Weiterentwicklung echt nicht so gut. Chillast liebe ich die komplette Reihe, außer Jelkarein. Jelkarein ist ja mit. Ich hasse aber Panflam. Also eine Base-Meinung. Ich liebe das Rivalen-Theme. Es ist so gut. Oh nein, Kratzer.
Ich warte noch, bis der Tackle misst. Es ist der Startkampf. Ich muss nur A mashen und dann gewinnen wir. Kein einzigen gemisst. Ich lasse es godlike. 69 E-Punkte. Daran erkennt man, dass es ein guter Run wird. Bitte sagt nicht, dass das Wesen sagt. Wir haben gegen Akechi gewonnen. Das ist auch gut, aber Roserade ist einfach besser. Das ist eine sehr mittelmäßige Meinung. Was macht Mudi jetzt? Gib mir die Turbo-Treter. Danke. Ich liebe die Turbo-Treter. Ey, Bela, entscheide mal. Chillast oder Roserade, was ist besser? Jetzt kann ich rennen. Was für ein Wesen hat denn unser Chillast? Das bekommt später noch einen Spitznamen. Kühn. Was macht Kühn? Notdünger, bla bla bla. Ich glaube, das stand erst ab Generation 5 da, was das macht. Wesen. Da, Kühn. Plus Verteidigung minus... Nee, plus Verteidigung minus Angriff. Vielleicht habe ich doch kein Glück, was Wesen angeht. Wäre ein gut wäre, das sind ja eins im Team gehabt. Halte ich für ein Gerücht. Ja, wir müssen an den See. Wahrheitsufer. Fast am See, komm mit. Was geht denn hier vor? Peak-Musik. Der Fluss der Zeit, der sich den Traum eines Tages und alles mir gehört. Cyrus ist mein Name, merkt ihn euch. Bis dahin ruht euch aus, legendäre Poko der wässrigen Tiefen. Der sieht doch wie ein vertrauenswürdiger, nicht böser Typ aus. Dann muss ich das legendäre Pokémon. Oh nein, ein legendäres Pokémon. Roserade hat mehr Einträge auf. Einspruch, Bela! Einspruch! Das hier ist kein kinderfreundlicher Stil. Aber trotzdem, darum geht's hier nicht. Es geht ums Prinzip. Immer, es geht um fucking Porn. Worum auch sonst, wenn Bela irgendwas sagt? Ja. Wir haben noch keine Pokémon, das heißt, hier gibt's noch keinen Encounter. Ja, morgen wäre erstmal ein Bidiza. Und das war's. Gott ist gefallen. Chillas ist euer neuer Gott. Okay. Ja, genau. Exakt mein Gedanke. Deswegen habe ich auch Einspruch erhoben. So. Jetzt können wir gleich unser Chillas benennen, glaube ich, im Pokémon-Labor. Bums. Was ist das, Joker? Ich glaube, Akechi will uns noch umbringen. Wie nennen wir denn unser Chillast? Ich hatte den Gedanken, dass ich, wenn ich schon Personanamen vergehe, dass ich als Theme für die Spitznamen Tarotkarten nehme. Und weil Chillast und Chillterra so eine fette Landschaft auf dem Panzer hat, ist es The World. Die Idee hatte ich gestern Nacht spontan, wo ich mir dachte, ja, ich kann eigentlich mal. Ich will ein Leerzeichen haben. The World. Am Ende gibt's auch es hier aber ohne Dio-Jokes. Wow. Ja, ich bin mit dem Spitznamen zufrieden. In Zukunft wegen Challenges werde ich hier, wenn ich nochmal was mache, werde ich nach Zuschauer benennen. So hatte ich damals bei meiner ersten Pokémon Schwarz-2-Nuzlocke gemacht. Aber ich mag es, ein Nicknaming-Theme zu haben. Das ist mir spontan eingefallen. Ja, ich muss ihm seinen Pokédex vervollständigen. Ich meine, The World kann leider nicht die Zeit anhalten. Bisschen schade, aber passt schon. Bei The World, meistens doch sowas Göttliches ist oder das Ultimative. Chillast ist schon ziemlich ultimativ. Aber, wenn es halt passend wegen Welt und Chillast.
Chilterra. Ist Chilterra nicht das Kontinent-Pokémon sogar? Ne, das war Groudon. War Chilterra nicht auch das Kontinent-Pokémon? Ich liebe übrigens Pokémon-Tutorials, die man nicht skippen kann. Die sind großartig. Nein. Ab jetzt beginnt die Nuzlocke übrigens, denn wir haben Pokebälle. Ja, ich darf eh nicht im Kampf fallen, also muss ich keine Tränke kaufen. Okay, Leute, es wird Zeit für den... Wobei... The World zählt ja als Route 201 Encounter. Ich glaube, ich werde dann hier einfach keinen mehr fangen, sondern einfach nur am See und da oben einen nehmen. Das heißt, hier habe ich technisch gesehen schon einen Encounter. Ich mach's mal nur vom Screen da abhängig. See der Wahrheit. Unser erster Encounter ist... Staralilly. Let's go. Staralilly ist großartig. Vor allem, wenn es rumheult. Werfe einfach ein paar Bälle direkt drauf. Danke. So, jetzt die Frage, welche Tarotkarte Staralilly ist. Der Raptor ist... Ich nenne es einfach. Ich glaube, ich nenne es Hermit. Dann haben wir unseren ersten Encounter. Ich muss noch Molly Bescheid sagen. Ich hab mir etwas Abendessen gemacht. Und ich hau jetzt ab. Danke, Mutti, für alles, was du mir je für mich getan hast. Ich werde jetzt sterben. Ich habe nie Persona gesehen. Das ist sehr schade. Die Spiele sind sehr gut. Das ist mein kleiner Catchy. der kleiner Catchy. Ich muss dem kleiner Catchy sein Paketchen bringen. Ich hoffe, da ist keine Waffe drin, mit der er mich umbringt. Ich sollte erstmal Staralilly trainieren und nicht The World. The World! Was hat Hermit eigentlich für ein Wesen? Zart. Was macht Zart? Minus Verteidigung plus Spezialverteidigung. Okay, kein Angriff senkendes Wesen. Und Adlerauge verhindert Verlust der Genauigkeit. Bekommt später wahrscheinlich Bedroher. Bedroher ist die beste Fähigkeit, die man in Nuzlocke haben kann. Route 202. Hier können wir noch einen Encounter fangen. Sein, dass jemand einen Beedie zerfängt. Beutel, Bälle, Pokéball. Dankeschön. Das war es. Basically, kannst du dir so vorstellen, Pokémon in gut. Nein. Ist halt ein bisschen anders. Ist an sich halt ein JRPG, wo du verschiedene Persona dir holst und die dann andere Attacken haben und so. Also, der Encounter ist Shinux. Bitte habt nicht Rivalität als Fähigkeit. Es hat Bedroher. Yo, so viel Glück muss man erstmal haben. Rivalität Shinux ist das Schlimmste, was man bekommen kann. Ganz problemlos. Schwächen. Warum hat der Crit so viel Schaden? Ach, weil er durch Bedroher gehittet hat. Shinox ist großartig. Was ist doch in der... Wie nennen wir denn Shinox? Ich wäre für Emperor. Irgendwann werden mir die Tarotkarten ausgehen, danach nämlich Zuschauernamen. Glaube ich. Wobei es ja weird wäre, ein Pokémon Emolga zu nennen.
Du bist ein Pokémon-Trainer, ich auch. Lass uns kämpfen. Oh nein, wir kämpfen. Teenager Gunter. Der Günther. Oh Mann, stell dir vor, ein Vogel könnte gegen meinen Pflanzen-Pokémon etwas ausrichten. Das wäre giga-cringe. Da haben nicht zwei Pokémon, danke. Danke, Gunther. Was für ein Wesen hat Emperor? Das nehme ich mal so hin. Solo und natürlich Bedroher, was großartig ist. Solo. Plus Angriff, minus Verteidigung. Quasi das genaue Gegenteil von dem, was unser Starter hat. Ey, dass ich kein... Dass ich kein fucking, Biso... Warum will ich jetzt Bisofunk als Beispiel nehmen? Das gibt's nicht mal in diesem Spiel. Dass ich kein Bronzel oder so im Molga nennen will, ist doch nicht so unmöglich, oder? Minox. Bedroher. Wechsel den Emperor. Der hat dann selber den Bedroher. Dann spam the Tackle. Ein Crit und das war's übrigens. Oder ein Miss. Haha. Brauch dringend meine Pokémon aufleveln. Nächster Trainer. Mit Bidiza. Einmal Emperor, dann The World. Für den Attack Drop. Und damit alle EP bekommen an Bidiza. Weil das ist immerhin Gott. Jetzt bin ich beleidigend. Es tut mir leid, wenn du Bronzel sein willst. Es war nicht so gemeint. Bitte verzeih mir. Ich finde es sehr seltsam, ein Bronzel Emolga zu benennen, weil Emolga ist ein Elektro-Pokémon. Ich mag Bronzel, ist ein einziger Pokémon. Ich habe keine Tränke. Was Sinn ergibt. Ich muss übrigens mal ganz kurz auf Klo, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja, genau. Speichert eine Menge Daten. Wie viel speichert der denn? Bin gleich wieder da.
Das hat ein bisschen länger gedauert als gedacht. Das tut mir leid. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht in der Zwischenzeit. Ja, da. Oh, welch Wunder, wir haben 999 Sonderbonbons. Welch ein Wunder, woher kommen die denn nur? Mann, das wundert mich jetzt aber. Ich will nicht grinden. Packen wir mal alle auf Level 8. Also, das ist ja ein Wunder, woher die kommen. Grinding ist cringe und cheating ist base. Das ist die Kurzfassung. Ich spiele mit Level Caps, also werde ich niemals überleveln. Alles gut. Das hier ist eine Nuzlocke. Kein Babyshit. Sonst hätte ich jetzt hier noch drei, noch länger als ich wirklich auf Klo war, war ich wirklich, bitte glaubt's mir, Gaming. Hätte ich sonst gegrindet. Vielleicht kommt nämlich der erste Rivalenkampf und ich meine, der hat nicht schon Pokémon auf Level 9, da müsste ich nicht unendlich grinden hier. Terminal Flügelschlag gelernt. Nice. Es ist sogar eher ein Nachteil mit Sonderbonbons zu grinden, weil man dadurch keine EVs bekommt, also damit die Pokémon nicht so stärker werden, weil sie im Level aufsteigen, aber... Oh, Lebel? Stimmt, der ist in Platin erschienen. Glaube ich keine Sekunde, ihr fühlt mich nicht in das Licht, dass ich ein ganz gewöhnlicher, außergewöhnlicher Mensch bin, gut erkannt. Ich gehöre zur Elite der nationalen Polizei. Mann, danke, dass du dich selbst vorstellst, du Trottel. Nein. Es gibt einen Sinnoh-Kriminelle, die andere Pokémon stehlen. Der gibt mir eine Kampfkamera? Warum? Wollte das eigentlich schon vorher vorbereiten mit den 999 Sonderbonbons, aber dann konnte ich nicht den Anfang drin lassen mit Namen geben und so. Das wollte ich nicht zu früh machen. X-Angriff, nett. So, ich muss dir, ich habe ein Paket für dich. Eine Knarre, gleich zwei Knarren. Danke für die Knarre, Brudi. Ab nach Erzelingen. Oh nein, muss ich für die nicht drei Clowns finden, für ein Pocket. Ich habe schon mal einen gefunden. Der hier. Hast du einen schönen Tag? Ah ja. Ja, Pokémon werden durch Erfahrungspunkte stärker. Ich weiß, was eine Entwicklung ist. Danke. Jetzt der zweite Clown. Pokémon kann ein Item halten. Das Jubelstadt-Theme ist übrigens super wunderschön. Ich sollte es vielleicht mal ohne Speed-Up abspielen. Ich liebe auch das Jubeldorf-Theme aus Legends Arceus. Ja, auch Attacken haben Elemente. Danke. Danke für die Coupons. Coupon schreibt man mit K? Warte. K-O-P-O-N? So schreibt man Coupon? Alles klar. 2007, 8, 9? Ne, 7 bei Diamond und Pearl. Wann kam Platin raus? Danke für den Pock. Der sieht anders aus, als ich ihn in Erinnerung habe. Es ist 20.17 Uhr, meine Damen und Herren. Wir hatten ja jetzt eine Zurücktaste. Ich kann hier aber meine Party zeigen. Wir können aber schon mal hier oben was fangen auf Route 204.
Daran will ich es. Dupes haben wir schon. Vielleicht bekommen wir hier Knospi für Roserado später. Ich weiß eine Person, die das freuen würde. Ist das ein Schein uns mit Rivalität, weil ich wurde nicht bedroht? Ja gut, wobei es dürfte... Nee, Rivalität macht nur bei demselben Geschlecht mehr Schaden. Gott, ist Rivalität eine Garbage-Fähigkeit. Ja. Entweder wir bekommen Bidiza oder Knospi. Oder Zirpurze, das geht natürlich auch. Ich hab vergessen, dass Zirpurze eine Sache ist, die existiert. Keine Sorge, es gibt noch Stellen für, wo man Roselia fangen kann. Da muss ich wirklich Friendship grinden. Und mit Friendship grinden meinte ich, nicht nochmal PK Hex öffnen. Wie kommt ihr darauf? Also, Zirpurze. Ich will mir mal seinen Pokédex-Eintrag durchlesen. Vielleicht hilft mir das, den Namen zu finden. Weil, Zirpaisa ist das beste Pokémon aller Zeiten. Das ist ja Fakt. Klingt als, wenn sich die zwei Antennen berühren, erklingt ein Ruf wie das Spiel eines Xylophons. Es ist musikalisch, aber welche Tarotkarte passt darauf? Die Purze soll in der Hölle schmoren. Ich mein... Der Teufel ist eine Karo-Karte. Aber Zirpaisa ist Peak-Pokémon. Du kannst nichts gegen Zirpaisa sagen. Der Lelelelele-Woop ist großartig. Carpador! Oh, war das nicht der Typ, der gesagt hat, ich habe von meinem Vater ein Pokémon geschenkt bekommen? Sein Vater muss ihn sehr lieben. Peak mit dem Platscher. Peak. Da ist Tarotkarten die schlechteste Karte. Zirpurz ist meine Lieblingstarotkarte. Ladevorgang. Oder was? Wer gab dir dein erstes Pokémon? Mit dem ersten Pokémon sind die schönsten Erinnerungen verbunden. Ich habe einen Chillas und damit bin ich ganz glücklich. Mein Lieblingsspitzname für Chillas ist immer Pikmin gewesen, weil es hat ein Blatt auf dem Kopf. Es ist offensichtlich ein Pikmin. Wow. Das Bild hat kurz geflackert. Ich hoffe, der Schatzung ist okay, so klein. Ich habe ihn nicht... Ich hätte ihn noch einen Ticken größer machen können, aber es sah irgendwie alles nicht gut aus, was ich versucht habe. Schlechteste Karte, wie lustig. The Devil. Mutiges Wesen und Expidermis. Was macht, mutig? Ich habe auf die falsche... Plus Angriff, minus Speed. Sehr mit. Plus Angriff ist gut, aber minus Speed absolut nicht. Gehen wir mal Devil ein paar Level. Warum kann ich einfach in dem Menü bleiben? Warum muss ich es immer neu auswählen? Oh Gott, Quality of Life Features, so eine gute Sache. Machen wir mal alle auf Level 9 für den Kampf. Absorber, nett. Akechi, lass uns kämpfen. Und er macht den Dance. Den Akechi Dance. Oh, ich liebe dieses Theme. Ich liebe die strahlende Diamant leuchte Perle Version hiervon. Aber ich habe inzwischen noch die normale Version von dem, also die originale Version lieben gelernt. Früher fand ich dieses Film super vergessenswert. Bam, bum, badabadu, badu, badabadu. Gott, sind die Kämpfe langsam.
Panflam, ne? Ja. Irgendwie verbinde ich den Rivalen hier immer noch am meisten mit dem Poleon. Ich glaube, der, weil er das im Anime hatte. Spulen wir mal ein bisschen vor. Na komm, Panflam. Wechseln wir mal Hermit rein. Ich glaube, der hat hier noch keine, Dingsattacke. Mit Rohr. Zwei Silberblicke machen mir nämlich Angst. Er hat hier noch keine Feuerattacke. Hermit und dann Flügelschlag killt. Warum spammt der nur Silberblick? Der ist Tarotkartennamen. Ich finde, Tarotkartennamen machen gerade sowas lustig, wie das fucking Zirpurze der Teufel ist. Der Arena leitet ein Erzling, okay. Ich gehe so lange mal meine Pokémon heilen. Weiß gar nicht, was es auf der Route hier gibt. Ich will übrigens versuchen, mich nur auf meine Erinnerungen zu verlassen und wie es in Diamant und Pearl am ehesten ist. Ich weiß, dass in Platin an einigen Stellen anders ist. Aber ich möchte nicht versuchen, irgendwie zu researchen, was für Pokémon bei einem bestimmten Arena-Leiter oder Kampf kommen. Außer vielleicht am Ende für die Top 4, um halt dafür zu Team bilden. Willst du nicht kämpfen? Nö. Versuche auch Trainerkämpfe so viel wie möglich zu meiden. Einfach weil, wenn ich mit Sonderbonbon spiele. Eigentlich auch, wenn ich nicht mit... Abra ist unser Encounter. Oh Gott, das könnte heiter werden. Wir haben einen Versuch, Leute. Wird er drin bleiben oder nicht? Sonst teleportiert er sich weg. Wir haben es tatsächlich geschafft, einen Abra zu fangen. Wow. Wie nenne ich den Abra? Fortune. Wegen Wheel of Fortune. Weil es sehr viel Glück ist, dass ich einen Abra bekommen habe. Warum kämpfe ich gegen den? Es ergibt gar keinen Sinn. Teenager Detlef. Hallo Detlef. Was ist eine Rivalität Scheidung? Das macht mir ein bisschen Angst, wenn mein Pokémon männlich ist. Emperor ist auch männlich, aber der kann wenigstens seinen Angriff senken. Und dann miss ich. Emperor ist eh cooler. Nice. Tschüss, Detlef. Nein, gegen die kämpfe ich nicht. Gegen die schon, weil ich zu dumm war, der auszuweichen. Der hat einen Orden von der Erzling-Arena? Ja gut, mit einem Anton schafft man das. Ich habe das Gefühl, mein Speed speedet nicht krass genug ab. The world is auf Level 10. Let's go. Die Welt. Was ist da hinten? Ein Item. Stachelily. Schutz. Nice. Wenn wir irgendwo Repel Manipulation nutzen wollen, können wir das jetzt tun. Hier gibt es einen neuen Encounter. Der Emulator kann ja nicht unendlich schnell sein. Ich weiß, aber er fühlt sich nicht schnell genug an. Ich glaube, ich bin erst mit auf Melon DS Emulator. Ich glaube, DS Emu mehr ist beim Standardeinstellung schneller. Ich weiß nicht, ob ich es noch generell krasser machen kann, aber ist jetzt auch egal. Zertrümmerer. Was ist unser Encounter im Erzlingentor? Es ist
Zubat, 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 Zubat. Yes! Zubat. Ich hätte... Kleinstein kann ich wirklich erst später vernünftig gebrauchen. Blutsauger. Also, welchen Namen bekommt denn Zubat? Tower? Es ist weiblich, ich kann sich Hanged Man nennen. Urpriesterin passt auch nicht. Ich nenne es Temperance. Richtig, oder? Yes. Ich muss mich dran erinnern, auf dem Rückweg auch auszuweichen. Zubat ist natürlich huge. Dann bringt der Typ mich jetzt zur Arena. Da ist unser Rivale, Akechi. Danke, Akechi. Ich bin großer Fan von dir. Oh, wir haben schon 6 Pokémon. Das ist sehr nice. Lernen wir erstmal Temperance auf. Erstauner, nice. Und Fortune. Kann ich auch alles noch vorm Arena-Kampf machen, aber ey. Juckt. Mach ich dann eh nochmal. Oh, Devil entwickelt sich. Zerpeisis Level 10? Hört hin! He said the thing! So ein Zornklinge. Nice. Lalalalala, whoop. Was ist da für ein Item? Gelbstück. Stimmt, es gab ja auch Move-Tutoren und alles. Angriff plus. Nice. Erzillingen-Mine. Wir bekommen einen neuen Encounter. Pokéball. Und es ist... Kleinstein. Wow, das war ja null abzusehen, dass man hier Kleinstein bekommt. Wir hätten auch Onix bekommen können, aber Onix ist fucking nutzlos. Also haben wir einen Kleinstein. Also Kleinstein ist definitiv Dwayne The Rock Johnson. Also hier, Es gibt echt nur, es gibt nur ganz viele Tarotkarten. Das ist ein bisschen nervig. Nehmen wir Strength, weil das ist Kleinstein. Wird Strength so geschrieben? Stren GHT. Erst ein T und dann ein H. Stren GTH. Genau. Ist in der Box. Nice. Zubat. Au. Oh.
Wow, The World, gut gemacht. Plot gescheitert. Ihr seht schon, warum wir mit Rare Candy spielen. Warum habe ich eigentlich Chillast vorne? Er ist absolut nicht schnell genug. Wir hören mit vorne. Okay. Dann geht es ab zu Fight. Spoiler-Alarm, er wird absolut die einfachste Scheiße überhaupt sein. Ba-ba-ba. Hi, Onyx. Wusst ihr, dass Onyx fucking schwach ist? Onyx hat niedrigeren Attack-Stat als fucking Mirapla. So ein schlechtes Pokémon. Der hat mir nebenbei ein Dokument aufgemacht, was mir die Level Caps anzeigt. Und das erste ist Level 14. Das heißt, wir leveln mal alle unsere Pokémon. Ist Level 14. Wenn wir Arena-Kampf machen. Doppelteam? Ja, klar, gerne. Euler. Wolf, 13, Rasierblatt. War doch 14, oder? Gym 1, 14 in Pokémon Platinum. Yep. Ich denke mal, The World kann das sweepen. Oh, wir bekommen sogar noch einen Staravia. Nett. Blutsauger. Nice. Zwölf. 13. Endlich eine Elektroattacke. Danke. Und 14. Dasselbe noch mit Fortune. 13. 14. Und mit Temperance. Biss. Nice. Wir leaden mit The World und ich sollte Kleinstein holen. Ich glaube, Kleinstein als Backup zu haben. Vor allem mit der VM, die wir bekommen haben, ist unnötig, aber es ist der sichere Play. Und in der Nuzlocke sollte man immer für den sicheren Play gehen. Fortune kann, denke ich. Habe ich nicht auf Pokémon bewegen. So, Strength statt Abra. Dann nach der Arena packe ich Abra wieder rein, weil dann kann sich zu Kadabra entwickeln und dann wird es halt nicht gut, weil es halt nur ein Kadabra und wenn ihr versteht. Ich habe halt nicht angestellt, dass Steinwurf, nice. Ich habe keinen Randomizer oder so benutzt, um unmögliche Entwicklungen möglich zu machen. Aber ich glaube, man kann immer noch mit sich selbst tauschen oder so. Bestimmt. Wenn ich ein cooles Pokémon finde, versuche ich es mal. Erstmal machst du bitte statt Lehm Sula Zertrümmerer. Als Backup. Ab in die Arena! Zeit für den ersten. Ich will immer noch nicht gegen die kämpfen da. Zeit für den ersten Arena-Lahrkampf gegen Fight. Yeah.
Oh, dieses Theme ist so nostalgisch. Bap, 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 badadum, bam, badadum, badananana. Absorber. Ist ein One-Shot. Oh, nix. Kreideschrei geht daneben, zum Glück. Onyx ist schnell, macht aber keinen Schaden. Trank, natürlich. Steinwurf, macht keinen Schaden. Level 15, nice. Jetzt kommt Cognodon. Mit Cognodon drücke ich einfach Rasierblatt. Flinch. Ich bin Critze. Und deshalb haben wir Kleinstein dabei. Falls wir zweimal geflincht werden. Dass wir zweimal auf Zertrümmerer drücken können. Und trotz Crit gewinnen. Danke. Zum Glück habe ich noch Kleinstein mitgenommen. Ah Gott, Flinches, meine Damen und Herren. Danke für den Kohleorden. Wir sind jetzt Gronk und haben Kohle. TM? Tarnsteine? Die wird bestimmt irgendwann noch zum Einsatz kommen. Der kam jetzt hier Peise, Zubat und Starabia sind wir in der zweiten Arena sehr gut aufgehoben. Wir können hier oben noch einen Encounter holen. Ich leade mal mit Strength. Macholo. Kein guter Lead für Strength. Da brauche ich eher Staravia. Hat Staravia jetzt Bedroher? Ja. Pokéball. Macholo wäre auch gut für Strength gewesen als Name. Was haben wir denn da noch? Passt halt auf sowohl auf. Du bist das Gericht, also Judgment. Oder nee, du kannst der Hanged Man sein, auch wenn du weiblich bist. Juckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Du bist hanged. Ich verstehe eigentlich nicht, ob man in dieser ersten Arena überhaupt verkacken kann. Ich meine, man bekommt hier oben Macholo. Man bekommt Kleinstein mit Zertrümmerer. Man bekommt einen Starter, der in jedem Fall was Gutes gegen den Arena hat. Aber wer hier bei der ersten Arena verkackt, der legt es echt drauf an. Oder er spielt einen Monotype-Run. Zum Beispiel Monokäfer. Damit könnte man es schwer haben. Stimmt, das Hätchen 4 Robustheit funktioniert noch nicht so wie in Gen 5 und danach. Ist hier ein Item? Nö. Das sieht nur ein bisschen sus aus. Oh ja, Akechi. Ja, ich habe den Orden bekommen. Nett, dass du mich von hinten anstupst. Hm, danke, Akechi. Wir sehen uns bald wieder. Spielt Persona 5. Ey, Rembert. Ach komm schon. Egal, der Typ ist free. Da als nächstes kommt ein Doppelkampf gegen zwei Team Galaktik-Luschen. Das war Sebastian? Sebastian, grrr. Ich glaube, die haben nichts, was Strength was anhaben kann. Aber Team Galaktik haben meistens Gift- und Käfer-Pokémon. Oh, da ist Lebel. Ich habe kein Adressbuch? Okay, ich brauche keins. Danke, Lebel.
Dann, Checken wir mal aus, was wir brauchen. Dichter kann. Devil brauche ich gerade nicht. Genau. Und Hanged hätte ich gerne im Team. Gerade als Kampf-Pokémon. Ich will aber nichts wirklich rauslegen. Das ist das Problem gerade. So, Fortune darf sich jetzt erst. War es Level 16 die Entwicklung? Ja. Kadabra! Ja, es kann endlich benutzt werden! Konfusion, nice. Hallo Professor Eibe. Alles gut, ich will dir gar nicht stören. Macht ruhig weiter, belästigt den alten Mann. Ich will hier nur vorbei, um die nächste Arena herauszufordern. Hallo, ich möchte euch nicht... Macht das unter euch aus, ich will hier nicht bleiben, danke. Toll. Skunkapu und Charmian. Ich glaube, die hatten Wampel und so. Die haben einen Pearl. Reideschrei, okay. Pfund. Giftwolke, danke. Ist tot. Brent wird durch Gift verletzt. Machen wir einen Steinwurf auf Skunkapu, I guess. Und dann tausche ich danach aus. Hat Strength irgendwie ein sehr gutes Wesen, weil der ist dem Namen sehr entsprechend. Stark. Ja, Team Galactic. Ich liebe Team Galactic. So tolle Leute. Ich würde sehr gerne alle Orden sammeln, also gebt mir alle euer Geld. Ich wollte alle euer Geld haben. Und Jubel statt TV. Warum gibt er mir einen Modekoffer? What the fuck? Was soll ich damit? Hat meine Pokémon geheilt? Natürlich nicht. Ja, Gott. Danke für die Heilung. Komm bald wieder. Werde ich nicht tun. Meine Pokémon werden nämlich nie wieder Schaden erleiden. Ganz recht, das ist ein No-Damage-Run. Robustes Wesen. Mutig, zart, solo, kühn, solo. Hier ist noch ein neuer Encounter, den wir uns holen können. Im verwüsteten Pfad. Trank? Der im Felsgrab. Zubat, yay. Ist Dupes, zählt nicht. Gibt's überhaupt noch sonst was außer Zubat und Kleinstein? Ja, Anton. Da soll ich aber nicht Strength draußen lassen. Ich habe halt Angst, dass ich, wenn ich es angreife, es ausbricht aus dem Ball. Ich hatte in einer Pokémon Diamanten Aslock, die ich mal gespielt habe, einen Entoron in meinem Liga-Team am Ende. Mainly, weil das andere gestorben ist. Und das war sehr, sehr stark. Okay, Anton. Also, wenn der ein Name zu Anton passt, dann The Fool.
Der Narr. Warum sind alle meine Pokémon weiblich? Ich verstehe es nicht. Und 204. Ist dieselbe wieder unten, ne? Die Musik löst in mir Nostalgie aus, auch wenn ich keine Ahnung von Pokémon habe. Fühle ich. Die Musik ist sehr nostalgisch. Ja gut, ich habe das Spiel gespielt, aber ey. Ich würde gucken. Route 204. Ja, das ist immer noch dieselbe. Wen wechseln wir denn mal ein? Am besten Flug-Pokémon. Wachstum? Oh nein, hätte doch nur jemand einen Flügelschlag. Intensität, jetzt werden wir wild. Statt Steinpolitur. Und Kikugi. Wusstet ihr, dass Kikugi die Nationaldex-Nummer 420 hat? Yeah. Ich hab Diamant gespielt, aber nie Ahnung davon. Vielleicht soll ich Dialoge lesen. Nee, Dialoge lesen ist dumm, mache ich hier auch nicht. Nur so halb. Da ist ein Bug-Sammler. Der sammelt Bugs. Hier sollte man Game Freak anstellen. Die haben eine Menge Bugs in hier. Karmesin und Purpur. DLC-Release wird lustig. Ist es wenigstens Renegade Platinum? Nein. Wieso soll ich Renegade Platin spielen, wenn ich nicht mal das Originale durchgespielt habe? Da brauche ich zwei Schneider. Hallöchen, Sebastian. Wir haben schon gegen dich gekämpft in dem Spiel. Du warst irgendein Trainer mit einem Bidiza oder so. Lebendes Skill-Issue. Es geht nicht darum, dass ich ein Skill-Issue habe. Es geht auch darum, dass ich einfach mal Platin als Nuzlocke spielen wollte. Weil ich noch nie Platin so durchgespielt habe. Und bislang habe ich noch keinen Pokémon verloren. Also alles gut. Guck dir mein Team an. Sind doch solide Pokémon. Jetzt sind wir ein Flori. Ja, Leute. Hier kann man freitags Rotom finden. Rotom? Driftlon. Das entführt gerne Kinder. Es gibt es in Flori einen Felori? Vermutlich. Das war so zu meinem Papa. Okay. Windkraftwerk. Ne, ein Drifton-Encounter oder ein Random-Encounter? Ich nehme einen Random-Encounter. Ich bin doch keine Lusche. Chalelos! Yo! Peak-Pokémon. Ich wollte nur Strength da entfernen, falls eine Wasserattacke drauf hat. Frit. Nice. Ich wollte ein paar Pokebälle kaufen. Chalelos ist Peak. Du bist die hohe Priesterin. Priestess. Wasser-Pokémon zu haben ist super wichtig. Die Frage ist, was holen wir? Ich will... Ah, ich hasse es, dass es hier noch mehrere Modi gibt. Ich würde gerne Priestess ins Team nehmen. Die Frage ist nur, was ich dafür erstmal rauslege. Zubat, den brauche ich erst wieder, wenn die Arena wirklich da ist. Strength ist zu wichtig für den Galaktik-Kampf gleich. Haben wir mal alle auf 16. Kraftreserve. Aquavelle und Schlammbombe. Nice. Lebensruder ist ja nutzlos. Du hast gecheatet. Hey, nur weil ich zufällig kurz auf Klo war und dann auf einmal 999 Sonderbonbons in meiner Tasche aufgeploppt sind, bin ich noch lange kein Cheater. Oh, Emperor entwickelt sich. Emperor wurde zu Luxio.
The Wild braucht noch ein Level, bis er sich entwickelt. Eigentlich wäre es passender gewesen, meinen Starter The Fool zu nennen, aber egal. Bären. Danke. Ja, wisst ihr, wie man einen am Fax in diesem Spiel bekommt? Yeah. Was verkauft der andere? Netzball. Klar, gibt mir zwei, falls ich Käfer-Pokémon treffe. Du gibst mir bitte zwei Supertränke. Und 7 Pokebälle. Was sagt The Fool, also wenn du ein Traumato bekommst? Ich habe schon mein Anton The Fool genannt. Das heißt, ich habe schon eins. Ich verstehe gerade den Traumato-Joke nicht. Team Galactic fiel mir auch Banger. Charmian. Vielleicht hätte ich ja Mashok für den Kampf am Ende da mitnehmen sollen. Die ersten zwei Worte meiner Nachricht, ich folge, sind einfach gar nicht gelesen. Die Nase ist doch wegen Igor, I get it. Ich habe den Galaktiker-Rüpel besiegt. Oh nein, verschwinde nicht im Haus, Galaktiker-Rüpel. Oh nein. Kannst du für mich nachgucken, was das Level von von Mars, wer ist das Pokémon nochmal? Weiterentwicklung von Charmian. Von Mars Schnurgast ist. Das wäre sehr hilfreich. Dann kann ich meine Pokémon darauf leveln. Adrenalin? Mächtig. Ich glaube, Chillas ist recht nutzlos. Hier, in der Situation. 17. 17? Ich hätte mit 16 gerechnet. Hast du auf Platin oder auf Diamant Pearl geguckt? Ich glaube, du machst dich so einen dummen Fehler, also auf Diamant und Pearl. Karateschlag. Gesichte. Nein, danke. DP ist 16, Platin ist 17. Ah, okay. Ich glaube, unser Hanged Man wird das schon packen. Hanged Man und Strange packen das schon. Ich habe noch dann zwei Bedrohermons, die schwächen können. Dürfte passen. Die wollen Honig haben. Ihr wollt nicht wirklich auf das 1% Mamfax zu grinden, oder? Skonkabu. Gegen Strength. Intensität. 6? Kill trotzdem. Warum macht man nicht einfach einen Doppelkampf gegen die? Ich meine, ich bin ein Nuzlocke, ich will keine Doppelkämpfe machen, aber... Steinwurf geht daneben. Ich liebe es auf... Danke. Ich liebe es, mich auf nicht-accurate Moves zu verlassen. Zubat. But again. Habe ich mal erwähnt, dass ich sehr oft Pech habe? Diese Rotznase ist stark. Oh nein, nicht die Rotznase. Nasen? Der K-Schlüssel? Joke hat den K-Schlüssel erhalten. Und Honigehe. Schmieren wir eins hier drauf. Vielleicht bekommen wir ja beim nächsten Stream dann Pokémon raus. Alles in Flori, ganz ohne Felori. Soweit ich weiß, startet Mars mit einem Zubat. Das heißt, ich sollte mit Kleinstein und nicht mit Macholo starten. Läden. Windkraftwerk.
Was sagst du jetzt eigentlich dazu? Was? Kann ich euch denn? Du hast den Schlüssel, aber dann habe ich die Tür umsonst verschlossen. Ja, du bist ein Trottel. Macht keinen Spaß, ist richtige Arbeit, sage ich dir. Bro hat sich für ein Team Galactic eingeschrieben in der Hoffnung, dass er nicht arbeiten muss. Er wurde maßlos enttäuscht. Die 4 KP muss ich heilen, weil Nuzlocke-Optimierung. So lange kann ich ja schon mal den Rest auf 17 bringen. Ich glaube, Priestess wird später sehr stark. Gastrodon kann super cool werden. Und ich muss sagen, mit Sonderbonbon spielen ist so angenehm, nicht grinden zu müssen ständig. Oh, ich erinnere mich, als ich die Pokémon Reborn Nuzlocke versucht habe. Ich habe nach dem Stream immer eine halbe Stunde mit Grinden verbracht. Das war so nervig. Und selbst da gab es schon Möglichkeit, einfach an XP-Candy zu kommen. Aber meine Güte. Gehen wir an Mars dran. Ja, der 3 Commander von Team Galactic. Moment, das stimmt gar nicht. Einer der 4 Commander. Man nennt mich Mars. Es gibt 4? Ja, die ist eine neue Welt erschafft. Die ist eine Welt, die besser als Team Andorra ist. Aber niemand versteht eure Pläne und findet sie gut. Mann, warum wohl? Ist sie Elon Musk? Ich sehe Parallelen. Verstehst du auch nicht, oder? Das macht mich traurig. Kämpfen, um zu sehen, welche Schritte wir als nächstes gehen werden. Wir nennen uns übrigens bald in Y um. Ich liebe dieses Theme, es ist so gut. Strange macht kurzen Prozess mit Zubat und jetzt kommt Schnurgas. Ich habe sehr viel Angst vor dem Ding. Eins hat Trümmerer, dann wechsle ich aus. Mogelhieb, verständlich. Finte, bitte mach nicht allzu viel Schaden. Ich glaube, ich bin dead to crit. Oh nein, bin ich nicht. Bam, 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 badabab. Dann cycle ich einmal durch meine beiden Bedrohermons. Erst Emperor. Dim, dim. Aber auf der Finte könnte ich problemlos nach Holo einwechseln können. Aber egal, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Dann Hermit. Droa, nice. Kratzer. Macht immer noch viel Schaden. Dann kommt Hankman. Bam, 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 badam. Und dann, was macht mehr Schaden? Fußkick oder Karateschlag? Fußkick. Variiert, hängt vom Gewicht an. Hier bewegt Schnurgast. Warum wird es mit SH geschrieben? Schnurgast wiegt 43 Kilo, das heißt, es ist Stärke 60 und Karateschlag? Stärke 50, aber mit hoher Crit-Chance. Ich glaube, der stirbt schon durch einen Fußkick. Yep, nice. Das war ein cleaner Maßkampf. So clean, wie er nur sein kann. Ups, da habe ich aber ordentlich Mist gebaut. Haha, oh Junge. Aber ist doch mir egal, ich habe den Kampf genossen. Für X, das heißt Twitter.
Es ist aber schade, ein Kind zu verlieren, das ist bedauerlich. Nur dann kann man nichts machen. Wir haben genug Energie zusammen. Der gewonnene Elektrizität steht uns in Tür und Tor öffnen. Mir, Charon, kommen da keine Zweifel. Immerhin erkennt selbst der Boss mein Genie an. Mars, wir brechen auf. Hat mir gar nichts zu sagen. Nur der Boss darf mir Vorschriften machen, sonst darf das keiner. Free Speech! Lass dich mal in der Nähe gefällig zusammen, du bist immerhin neu hier. Denk nur nicht, dass sich irgendjemand ernst nimmt. Mars, ich glaube, mit der Elon Musk-Analogie. Merkst du selbst, ne? Den nimmt auch niemand mehr ernst. Die Galaktik, sie haben gesagt, dass sie unbedingt Energie und Pokémon sammeln müssen. Da wollen sie ein neues Universum aufbauen, haben sie zumindest gesagt. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Und warum heißt die App auf einmal mein Zahn ist einfach X? Papa! Ih, Papa, du riechst geduschen. Ihr Papa ist ein Gamer. Musst du ohne Unterbrechung für sie arbeiten. Das kannst du anzeigen. Und jetzt kann man hier wieder Driftlorden finden, damit auch seine Tochter endlich entführt wird. Nice. Da ist Lebel. Ach, du bist ja richtig, du bist. Ich hab gehört, Team Galactics. Ich glaube, an den Catgirl-Robotern hätte man ihr nicht. Ich glaube, ab den Catgirl-Robotern hätte man ihn nicht mehr ernst nehmen sollen. Man hätte ihn noch nie ernst nehmen sollen, nicht erst dann. Team Galactic, hast du von ihnen gehört? Du hast sie vertrieben? Ja, habe ich. Danke, Lebel. Was waren das da gerade für komische Glitch-Effekte? Ich lebe irgendwie eine Lusche. Warum bin ich hier schneller da? Like, das war nicht erst besetzt seit 2 Minuten, das Kraftwerk. Mindestens eine Woche, wo der alte Mann da nicht geduscht hat. Okay, was nehmen wir denn jetzt für Pokémon mit? Ich würde gern The World wieder mitnehmen. Im Wald brauche ich, denke ich, Fortune nicht unbedingt, weil da viele Käfer sind. Temperance wäre auch sehr hilfreich. Das hängt. So early im Spiel kommt noch keiner, Ace-Pokémon oder sonst irgendwas. Temperance lernt endlich Flügelschlag. Das ist sehr gut. Start, Blutsauger bitte. Blutsauger ist jetzt ab Gen 6 gut? Was, Gen 6 oder Gen 7, wo sie die Attacke gut gemacht haben? Ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls haben wir auf der Route noch nichts gefangen. Werden wir auch erstmal nicht. Camper Nick hat einen Pony. Priestess. Aquavella. Könnte man eine Kraftreserve testen, oder sie einfach gleich in PK-Hex nachschauen. Chalalos! Woo! Ich glaube, Chalalos ist noch gar kein Boden-Pokémon, oder? Toll, hier ein Wanderer. Kleinstein. Kleinsteine sind auch sehr angenehm, wenn Robustheit noch nicht so funktioniert wie in Gen 5. Der neue Robustheit-Effekt seit Gen 5 ist ein sinnvoller Wechsel, weil sonst war die Fähigkeit wirklich komplett nutzlos. Aber Fluch. Mächtige Setup-Attacke. Aber wir haben jetzt Level 17 erreicht. Das bedeutet, nach diesem Kampf entwickelt sich The World. Nevermind, das war Level 18. X-Spezial-Fair. Hier war auch die Feurio-Hütte. Sobald wir Surfer haben, können wir da mal vorbeischauen. Griffel! Dicke Griffel-Fan. Ich
Griffel fucking dies. Oh, Route 200. Ich freue mich auf... Das ist nicht Route 209, aber das Route 209-Theme. Nostalgie pur. Wenn wir da sind. Roselia! Oh hey, wenn Emolga noch da wäre, wäre das hier eine ziemlich wilde Wiedervereinigung. Zweier Geliebter. Los damit. Wachstum. Time to fucking murder, Roselia. Gib mir ein paar Beeren. Die kann ich mir meinem Pokémon zu tragen geben. Mir fällt gerade auf, dass ich kaum mehr nach Held-Items gesucht habe. Naja, egal. Ich glaube, man kann in Jubelstadt ein paar gute finden für den Anfang. Ja, toll, Wanderer. Und ich habe gerade natürlich Luxio vorne. Na gut, das ist nur Onix. Das Ding kann zum Glück rein gar nichts. Bedrohung auf den Onix einzusetzen, ist auch nur Salz in die Wunde reiben. Selbst mit Kreideschrei macht es halt keinen Schaden. The World hat jetzt aber endlich Level 18 erreicht. Und es entwickelt sich. Jo Leute, ist das... Ein Chelkarein? Insane, ich hätte nie gedacht, dass Chelkarein Regal... Dass Chelkarein Regal ist? Dass Chelkarein real ist. Ich will nicht gegen dich kämpfen, danke. Schutz, nice. Ich will auch nicht gegen dich kämpfen. Vielleicht will ich doch gegen dich kämpfen. Emperor gegen Plinfer, oh man. Der Herrscher gewinnt leider. Hat Silberblick bitte. Ist es sehr gut zu haben. Hier kann man sich, glaube ich, heilen. Yep. Gift. Ich habe einen Zubat, ich brauche da nichts wirklich gegen. Hallo, mein Name ist Reißer. Ich bin ein wahrer Ausreißer hier. Oh, ja, sie heilt meine Pokémon automatisch. Ich will noch keinen Encounter haben, erst wenn ich sie losgeworden bin. Ich habe aber nicht viel Schutz gekauft. Die mögen wohl Käfer-Pokémon. Ich glaube, Reis hatte einen Chanaira. Bumble und Pachirisu. Vielleicht ist Strength doch die bessere Wahl hier. Warte, er ist einen Funkensprung nicht auf. Hä? Warum bist du nicht auf Strength gegangen? Also auf Zubat. Mir tut es übrigens nicht leid für das Chanaira, was ich mit Intensität 9 umbringen werde. Level 18. Finale, ja? Nein, danke. Es wäre sinnvoll, aber ich habe gerade keinen Slot dafür frei. Steinwurf auf Papinella, bitte. Das Ding hat absurd... Vielleicht hätte ich es doch beibringen lassen sollen. Und so ist das erste Pokémon gestorben. Der Crit hat 100%ig gemattert. Wollte ich nur gesagt haben. Ah, Strength war so gut. Bisschen traurig gerade. Ich hätte um den Crit gespielt, wenn ich erstens gewusst hätte, dass ich überhaupt in Crit-Range war.
Oh Gott, die sind gefährlich. Die spreche ich lieber einzeln an. Und zweitens... Ich hätte mit Luxio kämpfen sollen. Der hat, ach du Scheiße, machen die viel Damage. Und zweitens, wenn ich gewusst hätte, dass das Ding überhaupt Absorber hat. Da wäre ich nämlich nie im Leben drin gewesen, sondern hätte einfach zu Emperor oder Hermit oder Temperance gewechselt. Gott. Kommt davon extra so spät, dass man sich vorher nicht die Movesets der Trainer anschaut. Abra. Warte. Sehr effektiv würde mich killen. Crit auch. Oh Gott, das habe ich zu spät gemerkt. Ich spiele weiterhin risikoreich. Notsituation ist aber ziemlich geil. Ich bin desperate genug, Doppelteam im Moveset zu behalten. Dieser Wald ist... macht keine Spielchen. Oh, ich Priestess einwechseln, falls hier Pflanzen-Pokémon kommen. Das wirkt nicht mehr. Zum Glück habe ich noch einen zweiten. Nice, wir sind durch. Sanftglocke, nice. Ist einer von denen ich der 6 Kaper dort traine? Schutz wirkt nicht mehr, nice. Ich finde, dass wir keine Untergrundhöhlen haben wie in den Remakes, aber naja. Nicht Emperor. Wir beerdigen unseren ersten Soldaten. Strength. Die Stärke ist gestorben. Doch er wird uns alle Stärke in unsere Herzen machen. Das kann ich als Motive wählen. Boah, auf ewig in weiß. Das ist nicht weiß. Auf dem Meeresgrund ist der Stein gesunken. Machen wir als Namen mal. Das ist der Velvet Room. Blau. Wie er sich gehört. Nehmen wir mal Hankman so lange mit. Oh, das ist mein Rivale. Man muss hier noch nicht gegen Akechi kämpfen, er ist in Herzhofen. Hier ist die Palkia Dialga-Statue. Ah, hier haben wir die Pokémon-Statue statt Eevee, genau. Fest miteinander verwoben, geben Zeit und Raum unserer Welt ihre Form. In Sinnoh hat man das Pokémon des Raumes und das der Zeit. Wir müssen die Mythen auf Wahrheit überprüfen. Entschuldigung, ich gehe zur Seite. Was ein netter Mann, ich glaube, er ist nicht böse. Oh hey, bei dem Zusammenstoß kam eine brillante Idee. Ich weiß nicht, man leicht... Alle deine Angriffe besitzen und der Gegner wirklich treffen. Wow. Also einfach kein Skill-Issue haben. Da war mein Schild dran. Eine offizielle Untersuchung durch Team Galactic. Ich verstehe. Bruder 211, wir bekommen einen Encounter. Wir bekommen... Bronzel! Ich liebe Bronzong. Ich werde es wohl schwächen. Von Fußstrahl. Reicht das? Danke. Bronzel ist, unser Turm. Tower. Tower wäre eigentlich passend für Kleinstein gewesen, fällt mir auf. Superball, nett. Im Kraterberg fahren wir später was. Hätte auch Klingplim gegeben, nice.
Oh, Cynthia. So, Pokédex, da kommen alte Erinnerungen hoch. Wie heißt du denn? Hallo, Joker. Danke, Cynthia. Formel 1 Zerschneider. Der Schneider ist schon mal sehr gut. Sprung habe ich bekommen, Bronzel. Bronzel ist ein guter Tank. Den würde ich sehr gern behalten. Was macht denn keinen Sinn, in die Pflanzenarena mitzunehmen? Du. Sorry, Priestess, du musst kurz warten. Gibt es denn ewig noch irgendwelche guten Items, die ich mitnehmen kann? Das kann ich ja mal nachgucken. Ewig, genau. Nicht wirklich. Jupp. Ich meine, die Arena hat sogar ein anderes Design in Platin als in Diamant und Pearl, wenn ich mich recht erinnere an die Let's Plays, die ich mal gesehen habe. Ich war damals vollkommen schockiert, als ich gesehen habe, dass die Arena in Platin anders aussah, als ich Let's Play geschaut habe. Jetzt zukünftiger Champ. Ja, ich habe zwei Flug-Pokémon. Alles gut. Ich wollte gerade sagen, hä, will die nicht kämpfen? Ikugi. Weed. 420. Ich sollte mal meine Moves so anordnen, dass ich die vernünftig wählen kann. Das wäre die Arena für Emolga. Ich hoffe, wir sehen Emolga bald wieder. Ah, okay. Die Uhr verstellt ihn, dann kann man zum nächsten Trainer laufen. Also quasi vom Prinzip her genau wie die Diamant und Pearl Arena, nur halt bisschen anders aufgebaut. Mit ein bisschen mehr, wie sagt man, bisschen bessere Aufmachung. Aroma Lady Petra. Aber bislang ist die Arena nur ein sehr langes A drücken. Und manchmal flackert der Bildschirm. Ich verstehe nicht warum. Was ist eigentlich das Level Cap? Was, worüber darf ich nicht rübergehen? 22? Okay. Kann ich durch Blumen laufen? Der liebliche Duft ihres Pokémon. Was hast du denn? Ein Roselia, aber natürlich. Okay, dann. Leveln wir mal auf. Auf 22. Sondersensor? Klar. Tower hat gute Attacken. Konfusstrahl, liebend gerne Temperance, ist einfach nur Superschall in besser. Ich kann leider noch kein X-Bad haben, das finde ich ein bisschen schade. Aber ein Golbat dürfte bei der Arena schon sehr gut sein.
mal von Software auf OpenGL stellen. Das habe ich vor dem Stream getan. Weil Software konnte nicht die Auflösung hochballern. Was ich getan habe. Will ich The World hier behalten? Ich meine, The World kann halt Pflanzenattacken resisten. Bei dem Kampf. Biss, liebend gerne. Statt Tackle. Emperor ist gut für Bedroher, aber ich glaube, ihr Roserade greift eh speziell an. Geowurf? Und Vergeltung. Wenn ich im Fokus gut habe, könnte Vergeltung... Ne, Moment. Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender in der Runde bereits Schaden genommen hat. Das ist auch gut, statt Silberblick. Nur Kampfattacken ist nicht sehr schlau, aber... Aber. Outspeeded Kadabra Roserade. Dann nehme ich nämlich doch Kadabra mit. Kadabra. Base Speed 105. Roserade sind 130, oder? 90. Kadabra outspeedet Roserade. Das heißt, wenn ich einen Zack machen muss, wäre Kadabra sehr wichtig mitzunehmen. Dann senkt mutig das den Speed. Ja, das ist halt nur das Problem. Plus Angriff, minus Speed ist so mies für ein Kadabra. Schlechter geht's kaum. Andersrum war es, weil ich die Streifen nicht gesehen habe, dachte ich, das ist auf Software gestellt. Die vierte Gen Pokémon mit OpenGL halt Fehler. Oh. Vielleicht outspeedet Fortune ja trotzdem. Wir können ja beten. Statt meinem Starter. Brontle ist sehr wichtig zu haben, falls ihr Roserade eine Giftattacke drauf hat. Und weil es halt auch ein Psycho-Pokémon ist. Schalke rein zu haben, wäre halt auch schon sehr stark. Wunderauge, okay. Zweite Arena. Ich würde sagen, let's go. Wer ist vorne? Hermit. Ja. Ich will noch kurz. Flügelschlag. Und so machen. So. Meine Attacken ein bisschen sortieren. Ne, schon richtig so. Funkensprung, Ladevorgang drunter bis, ja. Brustkick, Karateschlag, Vergeltung, Geowurf und das war's. Software soll auch bald höhere Auslösung unterstützen, das ist halt immer noch ein privates Projekt. Netplay und halt, sind momentan der Fokus. Alles klar. Zweiter Arena-Kampf, let's go. Ich bin die Leiterin von Evi, genau, Silvana. Ich habe sehr viel Angst vor ihr. Bam, badadab, bab, 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 badadab, bab, 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 badadab, bab. Shellast. Oh, ich habe im Wald noch gar kein Pokémon gefangen, fällt mir gerade auf. Gestartet mit Shellast? Okay. Flügelschlag. One-shottet leider nicht. Reflektor ist übel. Sie heilt? Yep. Geht nicht. Yep. Sonnentag. Den können wir ausstoren, wenn wir es richtig machen. Mit Tower. Damit der Kinose nicht wirklich was kann.
Hypnose. Das ist Turn 3, glaube ich. Konfusstrahl. Dann, Temperance. Sonnenlicht lässt nach und dann Flügelschlag. So, jetzt kann Kinoso nicht in die andere Form gehen. Strauchler macht keinen Schaden. Let's go. Jetzt kommt das Gefährliche. Roserade. Glaub nicht, dass ein Konfusstrahl sinnvoller ist. Na, okay. Golbat ist der ideale Counter gegen diesen Arena-Kampf. Weil Golbat alles resistet. Citrobeere, okay. Golbat ist Giftflug. Das Ding hat Strauchler, was mächtig sein kann. Gegen viele Pokémon, aber eben nicht gegen Golbat, weil es das vierfach resistet und sehr leicht ist. Zusätzlich hat es, glaube ich, noch irgendeine Giftattacke und die resistet Golbat hat auch. Aber ein Roserade so früh im Game ist schon sehr scary. Temperance erreicht Level 23. Damit bekommen wir den Waldorden. Verschneider, wuhu. Und Strauchler als TM. Nice. Das war ein erfolgreicher zweiter Arena-Kampf. Bislang nur ein Pokémon tot, über den wir nicht reden, weil er dumm war. Und ich kann da ja eigentlich gar nichts für. Und mein kleiner Bruder hat gespielt. Sebastian, grrr. Start das Spiel kurz mal neu, weil ich eben noch was Kleines machen muss. Ich muss natürlich wieder auf Klo, wir verstehen uns. Ich hätte ja auch mal. Warum braucht er so ewig? So, Jock hat das Spiel gespeichert. Wir machen. Was brauche ich doch mal? Da. So. Dann brauchen wir den da. Hallo? Nickname Temperance ist richtig. Friendship war... ...255, glaube ich, das Maximum. Ja, der Rest ist fein. Ich kann noch kurz gucken, welche Hidden Power mein... ...Dings hat. Attacks. Hidden Power. Geht da nicht. Naja, egal. So. Windows Sounds, these nuts. Ich hätte vielleicht meinen... ...den hier noch offen lassen sollen. Dann... ...ich wieder auf Software, da das Spiel OpenGL nicht mag. Das kann ich mal versuchen. So, jetzt sind wir wieder im Spiel. Es sehen halt nur ein paar Hintergrundsachen nicht mehr High Poly aus. Vor allem Dinge wie das Pokémon Center, das ist halt der Nachteil daran. Aber die optischen Bugs sind nicht mehr da. Jetzt die Frage, wer kann Zerschneider lernen? Devil kann Zerschneider lernen. Wen packen wir so lange auf dem Team? Der nächste Boss wird Skunk Tank sein. Und gegen Skunk Tank brauche ich dich garantiert nicht. The World. Nee, The World ist nicht hilfreich. Priestess ist hilfreich.
Meine Bedrohermons hätte ich gerne. Eigentlich würde ich dann Zirpeise raustun, aber ich brauche halt jemanden, der Bronze. Bronze ist schwach gegen Unlicht. Wann entwickelt sich Priestess eigentlich? Regentanz? Klar. Ich werde Devil mal keine Level geben, weil ich Devil nicht benutzen will. Andererseits ist es immer sinnvoll, einen Sack zu haben, der vielleicht auch mehrere Hits tanken kann. Und er ist sehr funny. Wie könnte ich Whoop sterben lassen? Gesang! Geduld werde ich niemals für einen Auslog einsetzen. Viel zu risky. Bei Geduldstretch schon wild sein könnten. Energiefokus, nein, danke. So. Wo ist der Pokémon-Markt hier? Da. Ich kaufe mir 20 Pokebälle und ein paar Tränke, damit ich unterwegs heilen kann. Danke sehr. Jetzt können wir hier noch eben zwei Pokémon fangen. Ich brauche Schutz, damit ich einen ganz bestimmten Encounter bekomme. Wir haben nach 20 Uhr, das heißt, ich kann diesen Encounter bekommen. Ja, und nicht noch irgendwas Besonderes? Ich weiß es gerade nicht mehr. Lalalalala, whoop. Ein paar Beeren. Nett. Aber ja, das Spiel sieht ja so viel besser aus, wenn sich die Grafik Bugs hat. Danke, Bela, für den Tipp. Ja, das ist ja nur umgestellt, weil ich dachte, es würde besser aussehen. Silberstab macht, glaube ich, Käferattacken stärker. Blafriel ist recht nutzlos. Ewigwald. Ich finde es übrigens immer noch kriminell, dass sie in diesem Spiel hier den Ewigwald neben Ewigenau gemacht haben. Und in Schwarz und Weiß gab es dann den Ewigenwald. Irgendwann schon Pokémon sieht damit nicht besser aus. Fünft ist da schon was anderes. Aber es gibt ja keine schwarzen Punkte mehr im Bild. Das sieht schon besser aus als mit schwarzen Punkten. Ewigwald. Hier rein können wir nämlich jetzt. Erstmal unseren Ewigwald-Encounter holen. Knospi! Yo, ich weiß, wer Pop oft gerade. Toll. Ich hab vergessen, dass Baby-Pokémon immer eine miese Fangrate haben. Ich kann es halt nicht angreifen. Alles macht zu viel Schaden. Vielleicht überlebt es ein Tackle, aber selbst da bin ich nicht sicher. Danke. Knospi wird sehr easy lovers. Äther. Äther ist sehr gut für die Liga später. Schutz. Alte Villa.
Der Encounter, den ich will, ist nämlich der hier. Rotom Level 20. Warum auch immer hat er hier ein Legendary Pokémon Theme. In Diamant und Pearl gab es den erst nach der Liga, was ein bisschen weird ist. Bam, 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 bam. Aufruhr. Habe ich irgendwas, womit ich den schwächen kann? Devil vielleicht. Ja, toll. Gesang. Gesang gegen Aufruhr einsetzen. Du bist auch sehr dumm. Temperance. Pokéball. Ein Erstauner dürfte er leben. Yep. Oh ja, natürlich. Ich sollte vielleicht nicht mein Dings gegen Elektro-Pokémon einsetzen. Das wäre vielleicht eine schlaue Idee gewesen. Konfusstrahl, okay. Donnerschock. Ich habe nicht das ideale Team, um gegen einen Rotom zu kämpfen. Doppelteam. Funkensprung. Das macht halt keinen Schaden. Überleb einen Aufruhr. Damit. Ah, ich lebe keinen Donnerschock, oder? Ich riskiere einen. Nimm Heilball, komm, du bleibst da doch liebend gern drin. Ah, Gott. Kein Rotom für uns. Ich flieh lieber. Das ist mir in dem Fall zu unsicher, da was zu bekommen. Ich habe mein Team nicht für Rotom ausgelegt, was sehr dumm war. Das war ein Fehler meinerseits. Schutz wirkt nicht mehr. Toll. Delegator gibt's hier. Das ist mächtig. Aber leider mein Encounter verkackt. Ich dachte, Rotom wäre sehr gut gewesen. Aber ich hab's halt leider verkackt. Das ist, meh. Meh. Leider, leider. Hätte ich Schelkerein da drin dabei gehabt, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Und wenn ich noch Kleinstein gehabt hätte. Weil Kleinstein resistet Aufruhr und, Dings. Donnerschock. Der resistet halt Donnerschock. Tower hätte Aufruhr resistet. Ja, egal. Raub. Bela, wenn du noch da bist, kannst du nachgucken, welches Level das Skunk Tank von Jupiter in Pokémon Platin hat? Oh, natürlich ist Libell hier. Nimm doch nicht deine Verkleidung ab, während wir mitten im Gebäude sind. Nein, okay, schade. Weil ich will eigentlich das Moveset wissen, nur das Level. Schade. Was hier? Team Galaktik arbeitet hart an Energiequellen für die Zukunft. Ah. Natürlich, ihr seid unschuldig. Wir forschen eine neue Energieform. Und dafür nehmt ihr ein Pokémon? Tierquälerei. Vielen Dank, wir lieben uns, wenn Leute ihre Pokémon spenden. Warte, spenden, Leute. Welches Level hat die nächste Arena? Das kann ich kurz nachgucken. 26. Ich würde da mal raten, 24.
bin gerade selbst frustriert und habe jetzt schon vergessen, was ich suchen soll. Das Level vom Skunk Tank von Jupiter. In Pokémon Platin. Worüber bist du denn jetzt? Schrecklich, dass du frustriert bist. Es tut mir sehr leid. Free D World. Hada. Level? Spezialangriffsbuff. Gesang. Nice. Zornklinge. Noch eine? Bitte bleib schlafen, danke. Oh Gott, war dieses Kadabra gerade eine Panik. Ich habe kein Unlicht-Pokémon. Gegen Forscher Javier. Ich habe keine defensiven Pokémon, das ist schrecklich. Ich sollte Bronzel wieder reinnehmen. Oder, Kelka rein. Ich habe halt gerne meine zwei Bedroher-Mons hier drin, aber ich glaube, du hier bringst mir halt was später? Fragezeichen? Ja, das stört mich halt. Ich glaube, Golbat brauche ich nicht. Eigentlich ist Schalellos, den ich nicht brauche. Wann entwickelt sich Schalellos eigentlich? Ich glaube 28 oder so. Okay. Zubat. Ich sollte nicht mit The World leaden, wenn ich gegen Galaktikrüpel kämpfe. Keine schlaue Idee. Andererseits, ich habe so null Schaden davon genommen. Rasierblatt. Ich hätte gern Fluch da. Ich denke, am schlauesten ist es mit Hank zu leben. Nein, andererseits, die haben eine Menge Zubat, also Emperor. Warum gehe ich da hin? Jetzt muss ich gleich einen Umweg gehen. Funkensprung. Nice. Kreideschrei geht daneben, Skillishu. Brüller. Wenn sich irgendwer Setup, kann Brüller sehr gut sein. Was? Ich muss erst vibrieren. Ich habe mich gefragt, ob die Kampfmusik so bekannt vorkommt. Das ist von meinem 3DS-Theme. Du hast ein Team Galactic 3DS-Theme? Nice. Das Theme ist auch ein Banger. Ich habe bei meinem 3DS das Yoshi's Island-Theme. Das Glibunkel. Großer Glibunkel-Fan. X-Tempo. Ich brauche diese ganzen Kampf-Items nicht. Die sind fucking nutzlos für eine Nuzlocke. Also, so eine, wie ich sie spiele, wo ich keine Held-Items nutzen darf. Oh, da sind zwei Items. Will der nicht kämpfen? Gewöhnliche Leute, die du verstehen einfach nicht die großen Ziele von uns. Von dem Galaktik, ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, was das Ganze ist. Based. Indigo-Stück und Belle-Bär. Das bringt mir nur eins davon was.
Warum speichere ich ab? Ist ja nicht so, dass ich resetten könnte, sollte ich verlieren. Warum dauert es auch ewig zu speichern? Alles klar, Jupiter. Gib mir erstmal das da. Upgrade, nice. Jetzt können wir kämpfen. Ich habe sehr viel Angst vor diesem Kampf. Dip, 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 dip. Vor dem Zubat habe ich übrigens keine Angst. Wollte ich nur mal gesagt haben. Bitte Funkensprung. Das dürfte one-shotten. Ich liebe dieses Theme so sehr. Flugtanks ruft einfach Furzgeräusche. 23, ja, dachte ich mir. Wechseln wir erstmal Hermit rein. Für den Bedroher. Der Nachthieb hat halt eine hohe Crit-Chance, das ist das Problem. Rauchwolke, okay. Damit bin ich vollkommen fein. Ich wechsle zurück auf Emperor. Für den weiteren Bedroher. Nachthieb, bitte kein Crit. Das ist Non-Crit-Damage. Ich lasse hier noch auf minus 3 gehen. Und mein Crit ist halt immer übel. Flügelschlag. Bitte kein Crit. Oh Gott. Das macht halt kaum Schaden. Er wird nochmal Nachthieb drücken in Hanged. Er resistet das. Ja. Da killt mich auch kein Crit. Wie schwer ist Skunktank? Skunktank. Es heißt Skuntank und nicht Skunktank? Man lernt nie aus. Skuntank also. 38 Kilo, ne. Ich denke, Geowurf mache ich definitiv Schaden. Rauchwolke, dein Ernst! Citrobeere, alles klar. Vergeltung. Ich muss nur treffen, wenn nicht, ist Crit. Danke, dass du triffst. Das ist huge. Ich kann nicht drin bleiben. Temperance? Ich muss halt beten, dass der Nachthieb nicht crittet. Flügelschlag. Ich bin schneller. Nice. Und das war's. Let's go. Der Kampf war anstrengend. Die Bedroher-Strats waren sehr gut, aber mit einer High-Crit-Rate ist halt niemals zu spaßen. Oh, du bist ganz schön zäh, macht aber nichts. Mars hat die Energie des Windkraftwerks gespeichert, sind wir fertig. Die haben einfach Batterien mitgeschleppt, um da die Energie von den Kraftwerken reinzuladen. Komm mal, Pipi zurück. Oh, Junge. Wir haben jetzt ein Fahrrad abholen, aber den Grund dafür verrate ich euch nicht. Ich will mal kurz was nachschauen, auf der Karte. Das hier ist Route 206.
Das ist Route 207. Okay, ich habe auf 207 was, aber nicht auf 206. Okay, ich verstehe. 211 habe ich was und im Kraterberg habe ich noch nichts. Und ja, ich habe damals 2 Euro für ein 3DS-Theme ausgegeben und nicht nur einmal. Wenn Nintendo Themes auf der Switch macht, würde ich wieder Geld ausgeben. Ich habe noch eShop-Guthaben oder Goldpunkte, dafür könnte ich die endlich mal benutzen. Meine nächste Ladung Goldpunkte geht wahrscheinlich für die Pokémon-DLC drauf. Cynthia! Da bist du ja. Ich habe ihn nicht verstanden, das ist ein Eck, ja. Oh, wir können hier ein Ei ausbrüten. Das ist sehr nice. E-Shop ist doch tot. Ich meinte der Switch-E-Shop. Du Nase. Und ich habe damals im 3DS-E-Shop Geld abgegeben für Themes. Wenn die das auf der Switch machen würden, würde ich ihnen nochmal Geld geben. Das habe ich gesagt. Danke übrigens für das Ei. Wir bekommen Togepi mit der schlechtesten Fähigkeit überhaupt. Und du gib mir ein Fahrrad. Danke. Damit können wir uns einen der besten Encounter des Spiels holen. Beziehungsweise auf dem Weg, wo wir gleich langfahren werden. Das Ei brüten wir beim nächsten Mal aus, würde ich sagen. Ich nehme Priestess auf jeden Fall wieder mit. Statt Zierpeise. Wobei, ich brauche da hinten Zerschneider. Ich würde sagen, Hermit kann eine Weile. Ja, Hermit kann eine Weile. Auf die Box. Ich habe schon geheilt, ich weiß. Ich heile immer 50 Mal. Muss ich jetzt noch in den Untergrund? Der Untergrund, man. Ich hätte auf Nein drücken sollen, ich hätte auf Nein drücken sollen, ich hätte auf Nein drücken sollen, ich hätte auf Nein drücken sollen. Egal, jetzt habe ich einen Vorschusssack. Mehr brauche ich ja auch nicht, oder? Ja. Hey, das ist doch der Assistent da. EP-Teiler. Nett. Route 206. Ich hasse diese Route. Hier ist meine Pokémon-Diamanten-Aslock mal vollkommen in die Hose gegangen. Weil es hier irgendwie einen Level-Spike gab oder so. Ponita, wie ist das? Aquavella? Verwirrung, nice. Jetzt bin ich nicht mehr crit-safe. Nice. Diese Route ist mein Albtraum. Und es ärgert mich übrigens immer noch, dass wir keinen Rotom bekommen haben. Staralelli. Woo! Funkensprung. Au. Oh. Ich bin so unendlich froh, genug Glück gehabt zu haben, Bedroher Scheinux gefunden zu haben. Meine Güte. Wäre das Rivalität gewesen, dann... Ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich werde niemals in Rivalität Scheinux mehr nutzen. Weil Rivalität ist eine absolute Garbage-Fähigkeit. Nein, ich will nicht gegen dich kämpfen, gegen dich auch nicht. Gegen dich auch nicht.
Danke. Eine Fahne, danke. Ich hab bald eine Alkoholfahne. Oder 206. Ja, ich mach Hollow gefangen, oder? Ne, Route 207 habe ich mal Hollow gefangen. Route 207 ist hier unten, ne? Ja. Warum denken wir manchmal einfach das Gleiche? Warum? Hier kann ich aber noch eins fangen auf Route 206. Und wir bekommen ein... Dupes Claws. Route 206, gib mir was Gutes. Das ist zu bald. Ich hatte auch eine Alkoholfahne im Kopf. Ah, der Joke. Fragia-Beere ist ja Fragia-würdig. Macholle schon wieder. Gibt's hier nur Macholle? Gab's hier nicht in Diamond and Pearl zumindest ein Ponita? Kennst du das einzige Sinnoh-Feuer-Pokémon gebrauchen? Stattdessen bekomme ich Delelelelelewoop. Was Tour Game besser ist, aber darum geht's ja gerade gar nicht. Oder Kleinstein. Giftstich, sehr gut. Kann ich überhaupt noch ein Pokémon bekommen? Ich will eigentlich nicht nachschauen, aber dann wiederum. Kleinstein. Ah, da ist Ponita. Nett. Wie nennen wir denn Ponita? Feuerpferd. Ich meine, da ist das einzige Feuer-Pokémon, das wir bekommen werden. Wäre The Sun, denke ich, ein passenderer Name. Passender Name. Was hätte ich denn sonst noch? Gerechtigkeit und Gericht. Streitwagen habe ich noch nicht. Ich könnte Chariot nennen. Ich denke, Chariot ist sehr passend für ein Pferd-Pokémon. Wo war hier nochmal der Eingang? Ah, hier. Die bizarre Höhle. Und unser Encounter ist Bronze. Dupes Claws. Dupes Claws, but again. Da haben wir doch den Encounter, den man haben will. Kaumalat. Sandsturm. Noch eine Aquavelle killt halt. Schlammbaum war ich eigentlich noch kein Stab drauf. Dann Sturmschlug fehl. Pokéball. Kaumalat ist recht schwer zu fangen. Oder wir machen sie First Try. Knackrak ist zuerst mein absoluten Lieblings-Pokémon und Kaumalat auch. Also brauchen wir einen guten Namen. Chariot haben wir verbraten. Magician hätten wir noch übrig, genauso wie... Herrscherin haben wir noch nicht, wir haben nur Herrscher. Hierophant. Ich würde sagen, das ist Justice. Oder nee. Ich finde es viel lustiger, wenn es Judgment ist. Das Gericht. Kaumalat richtet über dein Leben. Judgment.
Klingt mächtiger für das Pokémon. Na toll, da hätten wir noch ein Item gewesen, wo ich jetzt nicht drankomme. Ich weiß nicht, ob ich mit der Höhle immer mit Schutz unterwegs bin, wenn ich die mache. Ja, man, dann Perker ist die, glaube ich, sogar mit Stärke Felsen blockiert. If I remember correctly. Griffklaue, okay. Useless. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Sonderbonbon, okay, bringt mir nicht viel. Wenn man mit unendlich spielt. Oh, es war die Stelle. Nice. Hier gab es, glaube ich, irgendeine gute TM. Steinkant oder so. Erdbeben! Nice. Kaumlaut wird zu unserem besten Pokémon. Das kann ich euch jetzt versprechen. So, dann nehme ich auch das hier mit, ein Top-Adder. Und dann kann es eigentlich der hier rausgehen. Erdbeben ist sehr, sehr strong. Oh, das ist ein Wanderer. Aquavelle, bitte. Es ist eine Onyx, es kann keinen Schaden machen. Ich bin auf minus 2 und der macht in der Stab-Attacke trotzdem keinen Schaden. Wer hat Onyx erfunden? Sich gedacht, ja, 40 Angriff ist eine angemessene Anzahl. Squaglar gegeben! Ist gemein. Scorgro ist cool. Ich hatte noch nie eins benutzt. Mau. Jetzt fühle ich mich beleidigt vom Spiel. Ich gehe da mal kurz ins Pokémon Center. Ich will mal meinen Kaumalat angucken. Judgment. Mutig war Angriff runter in it hoch, oder? Ich meine, dieses Wesen habe ich schon ein paar Mal heute gelesen. Na, nee, plus Angriff init runter. Ah, plus Angriff sogar. Doch nicht so mies. Das Ding hatte Drachenwut. Okay. Sehr mächtig. Init runter fuckt, aber der Rest ist okay. Das Ding hat eine Schukebeere. So, was hat ein Chariot als Wesen? Hitzig. Hitzig ist, minus Spezialverteidigung plus Spezialangriff. Ist Galopper nicht eher physisch? Ja, toll. Ich hab nie Glück mit Wesen. Gibt's den Erzelingen wenigstens noch irgendwo ein Item, was ich holen kann? Erzelingen. Man bekommt eine Feuertafel, wenn man Arceus im Team hat. Ach Gott, nee.
Schade, Schokolade. Ich würde gern Kaumann dann ins Team nehmen. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Durch den Kraterberg gehen und dort dann Pokémon holen. Nip Strength im Velvet Room. Leute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn Pokémon Platin Nuzlocke Challenge, Hardcore Nuzlocke Challenge weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und ihr werdet nicht damit rechnen, wie ich mich verabschiede. Ist es ein Ciao? Ist es ein Tschüss? Ist es, bin es ich selbst von vor ein paar Minuten? Sekunden? Man weiß es nicht. Oh, danke fürs Zuschauen. Das war Poketto Monsters. Ciao, die momentanen Zuschauer. Die momentanen Zuschauer außer mir sind die besten. Yeah. Bis dann. Und Tüdelü. Haha, damit habe ich nicht gerechnet.